unser Hormace, doch auch bei uns macht sich der Klimawandel bemerkbar. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich das Energiesystem wandelt, hin zu erneuerbaren Energien wie Wasser, Sonne und Wind. Letztere Energiequelle wird nun auch durch die Winzfeld GmbH im Bundesland Salzburg geprüft, an der das Greentech-Unternehmen Salzburg AG beteiligt ist. Im Sinne einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Energieversorgung ist es besonders wichtig, die erzeugte Energie in der Region, dort wo die Kunden beheimatet sind, zu erzeugen. Hochtechnisches Gerät wird auf das Hochplateau des Winzfeld mit dem Helikopter geflogen. Eine Herausforderung für Mensch und Technik, besonders bei Schlechtwetter auf über 1800 Metern Seehöhe. Ob hier heute noch alles raufgeflogen werden kann, das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Aber kommen wir jetzt zur Messtechnik. Wir haben einerseits einen ganz normalen, sage ich mal, Anemometer, der was die Windstärke misst. Es gibt auch noch zusätzliche Geräte, die was auch beheizt werden, wo es eigentlich mehr oder weniger mit Infraschall funktioniert. Und zusätzlich haben wir auch noch Vogeldetektoren montiert, die was auch noch jetzt Vögel detektieren, um einfach zu sehen, was da oben jetzt Vorkommen an Vögeln ist. Wir haben ja schon eine Begutachtung hinter uns, jetzt eine einjährige, wo wir einfach gesehen haben, dass der Vogelflug da oben eigentlich absolut kein Thema ist, kein größeres Thema. Es ist so gut wie nichts los, was uns ja fast ein wenig traurig stimmt, aber für das Projekt selber ist es ja nicht schlecht. Die Winzfeld GmbH ist ein regionales Unternehmen, bestehend aus der Alpsgenossenschaft als Grundeigentümer. Unterstützung kommt von erfahrenen Windkraftexperten und der Salzburg AG. Die Salzburg AG steht zur Windkraft, weil sie neben der Photovoltaik und der Wasserkraft eine wichtige natürliche Ressource im Bundesland Salzburg ist. Aus diesem Grund will die Salzburg AG im Bundesland Salzburg mögliche Windkraftpotenziale sondieren und nach Möglichkeit nutzen. Und es ist uns auch natürlich die Natur, ich bin selber Landwirt, extrem wichtig, dass man da sensibel damit umgeht. Und es freut uns natürlich umso mehr, wenn man da in diese Richtung sieht, dass das positiv ist. Jetzt aber hinauf auf das Winzfeld, wo es normalerweise zu dieser Jahreszeit so aussieht, wie die Bilder aus dem Jahr 2019 zeigen. Hier wurde ein durch die Schneemassen eingeknickter Masten wieder instand gesetzt. Zurück aber jetzt in die Gegenwart. Zunehmende Schlechtwetter im Raum Flachau machen den Transport der Gerätschaften zusehends schwieriger und der einsetzende Schneefall und Wind unterbricht die Arbeiten, was aber wiederum für den Standort Winzfeld sprechen würde. Außerdem führt die 110 kV-Leitung direkt bei der Raststation vor dem Tauerntunnel vorbei, ein weiterer Vorteil für den Standort Winzfeld.